Am Sonnabend herrschte Hochbetrieb auf dem Gelände des Wassersportvereins Güstrow. Nach fast 6-jähriger Bauzeit konnte das neue Jugendhaus offiziell in Besitz genommen werden. 5000 Meter Kabel, 15.000 Schrauben und Nägel sowie 20 Tonnen Stahl wurden unter anderem darin verbaut. Nicht nur der Vorsitzende Peter Anders freute sich über die Fertigstellung, sondern auch Gäste und natürlich die Kinder und Jugendlichen. Mit dabei war hoher Besuch aus dem Ministerium. Der Minister für Inneres und Sport, Lorenz Caffier, hatte es sich nicht nehmen lassen, an der feierlichen Eröffnung teilzunehmen. Entstehen konnte das Jugendhaus nur, weil viele Mitglieder des Vereins hiermit angefasst haben. Hervorgehoben wurden zwei Namen, Carsten Jansen und Jürgen Spörke. Beide haben das Haus zu dem gemacht, was es heute ist, lobte Peter Anders. Auch haben zahlreiche Sponsoren und Firmen dem Verein unter die Arme gegriffen. Von daher ist es schon etwas ganz Besonderes für den WVG 1928 e.V. Ja, wir haben 6 Jahre für die Errichtung des Hauses gebraucht, haben unzählige Helfer gehabt dafür. Und heute, wir müssen vieles richtig gemacht haben, heute dankt uns das Wetter und die netten Gäste für diesen schönen Tag. Das ist ein Meilenstein in der Geschichte des WVG, weil mit so einer Errichtung eines Gebäudes und eigentlich die Grundlage der Jugendarbeit kann ein Verein nur weiterleben. Und deswegen ist es ein ganz besonderes Ereignis hier in der Vereinsgeschichte. Carsten Jansen war viele Jahre Vorsitzender und ist noch im Vorstand aktiv. Für ihn ist es selbstverständlich, dass die Mitglieder selbst Hand anlegen, um etwas für den Verein zu schaffen. Schon die Vorfahren, die 1928 den Wassersportverein gründeten, haben mit Eigenleistung das erste Haus für die Mitglieder gebaut. Inzwischen sind dem Clubhaus noch 2 weitere Vereinsgebäude gefolgt und nun dürfen sich die Kinder und Jugendlichen über ihr Haus freuen. Carsten Jansen ist froh, dass das Vorhaben so gut gelungen ist. Ja, das Schöne ist, dass man hier am See ist, dass man etwas errichten und schaffen kann. Das ist nicht jedem vergönnt, ein Haus zu bauen. Es ist für uns mittlerweile ja schon das 4. Haus, was wir am See errichtet haben. Ich war bei 2 dabei. Eins habe ich, aber bei allen Sanierungen war ich dabei. Aber bei 2 war ich selbst beim Bauen dabei. Und das ist natürlich jetzt unser Meisterwerk hier hinter uns. Besonders hat mir Spaß gemacht dabei. Außerdem, dass man selbst Hand anlegen kann, dass wir so viele Unterstützung hatten, sowohl von der Stadt Güstrow angefangen, über Landkreis, aber auch gute Sponsoren gefunden haben, die tatkräftig mitgeholfen haben, dass die Mitglieder ihre Mittel hier mit reingesteckt haben und dass jetzt vor uns ein Gebäude steht, was sicherlich ein markantes Markenzeichen hier am Inselsee und auch für die Stadt Güstrow ist und dem Sport und der Gemeinnützigkeit gewidmet ist. Zu den Arbeitseinsätzen waren jedes Mal viele Mitglieder dabei, die Hand anlegten. Auch für den Sonnabend hatten die Frauen etliches vorbereitet. Diesmal sorgten sie, wie so oft, für das leibliche Wohl. Doch bevor diese Leckereien verspeist werden durften, wurden einige Reden auf das Geschaffte zum Besten gegeben. Und eins scheint sicher, wenn das Land die etwa 20.000 Euro nicht dazugegeben hätte, wäre das Dach des Hauses wohl etwas weniger schick ausgefallen. Aber der Minister war froh, dass der WVG so unterstützt werden konnte. Er drückte seinen Dank aus und lobte Vereine wie den Wassersportverein, die sich auch um Kinder und Jugendliche kümmern. Insbesondere sportliche Angebote könne man nicht hoch genug schätzen. Sport ist eine ganz wichtige Funktion, die vermittelt Werte, die auch im späteren Leben trotz Twitter und Facebook ganz wichtig sind, so wie Teamfähigkeit, den Umgang mit Siegen und Niederlagen, aber auch einfach partnerschaftliches Zusammensein, auch auf den Trainer seine Ansagen zu hören, wenn der um 8 sagt, dann ist auch um 8 Abfahrt und nicht erst um 10. Also ganz, ganz wichtige soziale Funktion und was die Menschen da in Gänze leisten, da kann man einfach nur dankbar sein und sagen, schönen Dank und wir können das als Politik im Rahmen unserer Möglichkeiten finanziell begleiten. Lorenz Caffier durfte höchstpersönlich die Glocke für das neue Jugendhaus läuten und damit den Weg freimachen, um hier künftig zu trainieren. Besonders gut ist, dass nun ausreichend Platz für die jungen Nachwuchssegler vorhanden ist. In diesem Haus können sie sogar Trockentraining durchführen. Im oberen Bereich kann künftig ein Schulungsraum genutzt werden, einfach tolle Bedingungen für die kleinen Segelfreunde. Der Minister hatte aber auch eine Gedenkmünze dabei, die er Hannelore Rebs als älteste Mitglied überreichte. Die 145 Mitglieder des WVG dürfen sich glücklich schätzen. Das Jugendhaus steht zur Benutzung bereit. Doch der Verein hat noch weitere Höhepunkte geplant. So steht im Juni die 60. Auflage des Silbernen Beils an. Einen Traum hat der Verein außerdem. 2018 würde er gern die internationalen deutschen Jugendmeisterschaften der Piraten ausrichten. Das allerdings kostet Geld und dafür werden Sponsoren gesucht.
Aber wenn man das Engagement der Mitglieder betrachtet, dann könnte auch dieser Traum tatsächlich wahr werden.